Hallo meine Lieben, ja, heute werden nochmal Plätzchen gebacken bei uns und ich habe mir gedacht, ich lasse die Kamera mitlaufen, denn heute mache ich Mandelplätzchen. Ist wirklich ein Ruckzuckrezept. Alle Zutaten kommen in den Mixtopf hinein, werden kurz zerknetet, der Teig kommt eine Stunde in den Kühlschrank und dann kann man die Plätzchen auch schon in Scheiben schneiden, ab in den Backofen und 12-14 Minuten später hammerfertige Plätzchen. Und ich habe mir gedacht, dieses Rezept wird euch bestimmt genauso gut gefallen wie uns. Also bei uns gibt es die schon seit Jahren. Und am Schluss kann man sie eben dann noch so verzieren, wie man möchte. Entweder gibt man einfach nur ein bisschen Schokolade drauf, ein bisschen Pistazien oder gehackte Mandeln. Also ganz so, wie ihr wollt. Aber ich nehme euch mit, wie ich jetzt meine Mandelplätzchen backe. Zutaten, wie ihr sehen könnt, habe ich alle schon abgewogen, abgemessen. Die kommen jetzt alle in den Mixtopf und zwar sind das 180 Gramm Mehl, 60 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Vanillezucker und ein Ei. Und das kommt jetzt alles in den Mixtopf hinein. So, und das Ganze wird jetzt verknetet mit der Teigknetstufe. Und zwar machen wir das jetzt 2 Minuten. Dann drücken wir hier, gehen auf Teig. Und dann müssen wir einmal kurz noch den Wähler drehen und dann geht es auch schon los. Der Teig ist nun fertig geknetet und wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier schon Frischhaltefolie hergelegt. Und den Teig, den gebe ich jetzt direkt auf die Backmatte. Mache ich wieder, dass ich den Fuß löse und lasse das Messer reinplumpsen. Und ich denke mal, das Ergebnis kann man sehen lassen. Also solche Teige liebe ich ja. Da fahre ich jetzt einfach mit dem Spatel nochmal rein und gebe einfach die Reste, wo noch drin sind, mit dem Spatel raus. So, das Messer machen wir auch ein bisschen sauber, aber ihr seht schon, da bleibt wirklich nicht viel dran kleben. Ja, dann kommen meine Hände ins Spiel, dann wird der einfach noch mal so ein bisschen durchgeknetet und dann teile ich den Teig immer in 2 Teile. So ungefähr gleich und dann fange ich auch schon an, dass ich aus diesem Teig eine Rolle forme. Vom Durchmesser her könnt ihr jetzt einfach so rollen, so groß ihr eure Plätzchen dann haben wollt. Also ich mache immer nicht so große, ich mache sie immer eher ein bisschen kleiner. Also so ungefähr. Ja, so lasse ich das. Und das gebe ich jetzt einfach hier auf meine Frischhaltefolie drauf. Und dann wird das Ganze eingepackt, eingerollt. Und so gebe ich das dann in den Kühlschrank. Und das Gleiche mache ich jetzt mit dem zweiten Stück Teig genauso. Forme ich mir auch wieder eine Rolle in der Größe, so wie ich es haben möchte. Und dann kommt der Teig für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Ihr könnt das auch ganz toll über Nacht in den Kühlschrank geben, dass er sagt am Abend, ach, jetzt mache ich noch einen Teig für morgen und gebe es dann einfach in den Kühlschrank. Hauptsache, der Teig ist dann richtig schön fest, damit ihr den richtig schön schneiden könnt. So, 2. Rolle auf die Frischhaltefolie drauf. Und dann wird sie eingerollt. Ja, und meine 2 Rollen. Die wandern jetzt für 1 Stunde in den Kühlschrank und wenn sie richtig schön kalt sind, dann hole ich euch dazu und dann machen wir mit den Plätzchen weiter. Weiter geht's mit den Mandelplätzchen und ja, ihr seht, ich habe was anders an. Heute ist auch schon der nächste Tag. Ich habe meinen Teig jetzt einfach über Nacht im Kühlschrank lassen und mache jetzt heute erst weiter. Also ihr könnt das machen, entweder lasst dann mindestens 1 Stunde kühl im Kühlschrank oder ihr macht es einfach am nächsten Tag. Ich habe jetzt meine 2 Rollen raus vom Kühlschrank und jetzt werde ich sie von der Folie entfernen. So. Und dann
So, da ist gebrochen, macht gar nichts. Mein Backofen, den heize ich schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt werde ich einfach mit der Teigkarte einfach kleine Stückchen abtrennen, Scheiben machen, rauf aufs Backpapier und dann kommt das aufs Blech und dann ab in den Ofen. Und da mache ich jetzt einfach so kleine Scheibchen und backen tue ich die dann auch nacheinander. Also ich mache das mit Ober-Unterhitze und nicht mit Umluft. So habe ich einfach bei den Plätzchen ja immer das beste Ergebnis. Und wenn ich sie dann gebacken habe, dann lasse ich sie schön auskühlen und dann könnt ihr die Plätzchen ganz nach eurem Wunsch verzieren. Also ich denke mal, ich werde sie halb mit Schoko bestreichen und ein bisschen ja, Haselnusskerne vielleicht draufstreuen oder mit Pistazien schaut es immer schön aus. Oder ihr könnt sie ganz mit Schoko machen oder auch gar nicht. Das könnt ihr dann so machen, wie ihr wollt. Ja, ich steche jetzt hier mal alle ab und dann kommen sie in den Backofen. Und wenn sie dann ausgekühlt sind und wenn ich dann am Verzieren bin, dann hole ich euch wieder dazu. Die Plätzchen sind jetzt fertig. Sie haben 14 Minuten gebraucht. Ich habe sie ja nacheinander gebacken. Zwei Bleche hat es gegeben. Jetzt habe ich sie komplett abkühlen lassen und jetzt werde ich sie verzieren. Wie gesagt, ihr könnt sie verzieren, so wie ihr die mögt. Also ich mache das immer so, dass ich mir einfach Schokolade schmelze und dann gebe ich das Plätzchen einfach in die geschmolzene Schokolade so rein, dass es halb mit Schoko bedeckt ist. Und dann lege ich es aufs Papier, Backpapier und dann gebe ich ein bisschen gehackte Mandeln obendrauf oder Pistazien. Wenn ihr jetzt kein Fan von Mandeln seid, könnt ihr das Rezept auch ganz einfach mit Haselnüssen machen. Also ihr müsst nicht zwingend Mandeln nehmen. Und ja, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Ruckzuck-Plätzchen-Rezept noch, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Geht ruckzuck, ihr habt es gesehen, ist total einfach und schmeckt auch wirklich mega, mega lecker. Ja, in diesem Sinne würde ich mich auch dann schon verabschieden von euch. Ich mache jetzt hier noch weiter und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Nachbacken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sie nachgemacht habt, ob sie euch schmecken, wie ihr sie verziert habt. Würde mich interessieren. Ihr wisst ja, ich bin keine Deko-Queen, also das Verzieren, das ist für mich jetzt wirklich Strafe. Ich würde sie am liebsten nur einpinseln, ruckzuck einfach. Aber ein bisschen fürs Auge muss natürlich in der Adventszeit auch sein. Ja, macht's es gut. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu.